Wir sind drin im Level Up Grind. Ich habe in ein paar Minuten 900.000 Coins in den Sand gesetzt. In diesem Video sage ich dir wie. Außerdem schauen wir uns die Verkäufe seit gestern an von der ÖV-Liste, die wir durchgesprochen haben. Servus, grüße, hallo. 100 Likes. Danke, im letzten Video wieder geschafft. Ja, geil, wenn wir es diesmal auch wieder schaffen. Bei 35 Grad hier in meiner Dachgeschosswohnung. Aber wir schauen uns jetzt Step by Step die Verkäufe an, die euch Coins bringen. Und natürlich, ja, etwas nicht so Erfreuliches. Da würde ich dann auch gleich reingehen. Weil es ist der Titel des heutigen Videos. Erstmal gestriger Content, Sigilia kam, den unbedingt mitnehmen, 26.000 Münzen, echt ein Schnapper. Ja, eine sehr, sehr gute Karte, sehr vielseitige Karte. Kann man dann auch mit den Franzosen links etc. schön einbauen für alle Freiburger Fans unter euch, freut es mich besonders. Und so ein bisschen so ein lustloser 90 plus Icon Player Pick. Ja, einfach mal wieder hingeklatscht, günstig. Ich mache auf jeden Fall beide. Mal schauen, was dann rauskommt. Sheriff hat auch einen weiteren Spieler bekannt gegeben. Es ist Savanier, das ist immer eine sehr, sehr gute Karte im FIFA. Vor allem für diejenigen von euch, die noch auf der PS4 zocken. Der passt da richtig gut ins Gameplay rein. Denke mal nicht, dass sie so teuer wird. Auch aus Trading-Perspektive könnte man hier bestimmt heute Abend beim Mini-Release, wenn er denn im Mini-Release kommt, dann den ein oder anderen Position-Change setzen und ein paar gute Münzen mitnehmen. Wobei die Karten, die Level-Up-Karten immer noch im freien Flug sind, das müsst ihr euch so vorstellen, die Leute kaufen die Level-Up-Karten, machen die Aufgaben fertig, bekommen dann die Gratis-Version und dann schmeißen sie das wieder weg, also das die gekaufte Karte und haben dann die Gratis-Version, daher würde ich einfach nur empfehlen, wenn ihr die wirklich auf die Liste haben wollt, ich habe gleich ein paar mit dabei, die schauen wir uns an, seid vorsichtig und nehmt euch maximal einen mit. Ja, Invest etc. brauchen wir jetzt eh nicht mehr, ÖV läuft eh so gut. Noch kurz, der erste Hinweis, wie ich 500.000 Münzen verbraten habe, ich habe gestern auf meinen Socials gepostet, wenn ihr 14 Likes als Community zusammenbekommt, mache ich das Ding hier auf. Das war innerhalb von einer Minute dann geschehen. Moment, hier zurück, das war das gestrige Video. Bam, hab's aufgemacht. Ihr seht es hier, glaube ich, ein bisschen klein, müsste man reinzoomen. Und ja, kein einziger Level Up. 500.000 Münzen, kein einziger Level-Abspieler. Ja, ich habe dann gestern im Video noch das 400k-Pack geöffnet, auch nur, gestern im Livestream war es, nur ein Corona war es, ein Corona für 30k. Ja, 900.000 Münzen in die Packs gesteckt, nichts rausbekommen. Freunde, macht lieber die Tür auf, schmeißt die Coins direkt raus, weil diese Packs echt unglaublich. Wahrscheinlich muss man es mit Viva Points aufmachen, ich weiß es nicht. Aber mit Coins nicht. Das ist, so ist mir jetzt hoffentlich in die Lehre, dass ich da nicht mehr so viel aufmache. Hier haben wir eine Tech-Avion-Liste von meinem Kumpel Daredevil. Wer da Inspirationen haben möchte, ist ein bisschen teurere Liste. Da sind sehr, sehr viele teurere Karten drauf. Da braucht man insgesamt 8 Millionen Coins. Achte bitte immer, wie auch bei mir, auf Chemistry Styles und Position. Und jetzt gehen wir auch auf meine Sachen ein. Ich möchte nur kurz, oh, wir haben wieder den Verkauf, bin gespannt, wer es ist. Ich habe gestern nur angeboten, bitte denkt dran, hier eure Tagesanmeldungs-SPC abzuschließen. Heute Abend gibt es dann ein 383 Plus Spielerpack. Sehr, sehr cool. Bitte nicht vergessen, einfach Bronzekarte abgeben. Wer ist der 27. Verkauf? Muss ich dann noch nachkaufen? Mal gucken. Also Makalele ist raus für 138k, Matthäus ist raus für 191k, also ein 100k-Deal, der war Freitag bei so 95k zu haben. Kimmich, schöner Zahlendreher, Harry Kane, schöner Zahlendreher, dann Ter Stegen für 54, auch ein Zahlendreher, Bergkamp ist raus für 119. Ja, da fängt ja der Sonntag schon super an. Zahldreher der Stegen, 50k wieder drin. Da kann er wahrscheinlich bald wieder das nächste Pack aufmachen aus dem Store. Weil Werde war bei 190 am Freitag. Ballack auch ein schöner Zahlendreher. Hier die kleinen Karten. Wer jetzt, ich bin nach wie vor beim gestrigen Video, wer sagt, okay, ich habe Bock, momentan sehr, sehr viele Münzen umzusetzen, dann bitte versucht, der ist noch gestern ziemlich zeitnah nach dem Video dann raus, versucht bitte die TOTS-Karten wieder heute Abend einzukaufen. Ich habe nur jetzt Zeit, ich will jetzt auf den Berg, deswegen gibt es auch heute kein Live, morgen und Abend, da wird es einfach viel zu heiß, ich muss in die Natur raus, ich bitte da um Verständnis und wollte mir allerdings das nicht nehmen lassen, euch noch ein Update zu geben, dass ihr hier schön, ihr seht, wie die Karten sich alle rausdrehen. Vega, auch ein schöner Zahlendreher, Frimpong für 93, 62, 72, einfach der für 51, probiert diese Zahlendreher, bleibt so von der Preisrange weg. Ich kann euch nur ans Herz legen, mit ÜV zu arbeiten, mit den TOTS-Karten zu arbeiten. Pacho sagte ich gestern noch im Video,
Mal schauen, wie lange der rausgeht. Hat genau 2 Runden gedauert, dann war er raus für 74. Jetzt kann man für 23 nachkaufen. Enesri 61 raus, De Gea 42 raus, Gino Lopez 126 raus, Zahlendreh für 62. Unglaublich schöne Deals. Weiger für 62, Frimpong für 72 und Enesri für 61. Das Ding lasse ich noch hier. Die anderen habe ich jetzt auch nachgekauft, bieten wir jetzt gemeinsam an. Weil wenn wir schon nicht live sind heute, dann machen wir es zumindest jetzt wieder mal wieder. So eine Auffrischung gesetzt, Makelele habe ich geholt für 115, da gehe ich jetzt auf 151. Ich mache auch größere Aufschläge, da wiederhole ich mich auch. Es muss halt einfach sein, denn ich will maximal einmal am Tag nachkaufen und nicht stündlich. Wer aber stündlich nachkaufen will und kann, der sollte natürlich kleinere Aufschläge machen. Ja. Der Joe Cole, eigenes Risiko. Joe Cole, Ashley Cole, weil ist auch so ein Ding, den braucht man für die Sterling-Aufgabe, die werden immer mehr fertig, war jetzt immer bei 80k vor der Sterling-Aufgabe, daher gut überlegen, ob ihr den jetzt wie ich schon mit draufnehmen wollt oder lieber noch wartet. Die Karten, die ich jetzt nicht anbiete, da mache ich dann einen Chemistry-Style drauf. Jetzt bitte ich einen Ter Stegen für 54 an, nee, oder machen wir gleich wieder für 93,5 drauf. Es gibt keine Garantie, dass es bei dir auch rausgeht, ja, aber wenn man es nicht versucht, dann geht es natürlich überhaupt nicht. Also das ist alles nur eine Inspiration, bleibt so von der Preisrange weg, Michael Ballack, da machen wir ein 102er draus, das ist so eine beliebte Preisgestaltung beim überteuert Verkaufen, oder nehmen wir mal lieber 97,5, ich fühle mich mit den Zahlen drin immer 90 Cola, so 20k Aufschlag, das sollte passen. Alles was ich jetzt noch nicht anbiete, das braucht noch etwas, ein bisschen Feintuning, komme ich gleich dazu. Pellegrino 53, Zahlen sie 35, Merino, da haben wir 100k Preisrange, machen wir ganz klar 63, Zahlen sie 36. Dann, der braucht auch noch Feintuning. Die Maria, absolute Cash-Cow, könnte 43 machen. Ja, mache ich jetzt auch 43, könnte auch 53 machen, könnte auch höher drehen, wie ihr es möchtet. Also dann beim Valverde, das ist nur was. Nein! Ich bin so blöd! Ich bin so blöd! Ich wollte ihn aus 100k die da anbieten, jetzt drehe ich ihn zum Marktwert raus. Eine Fresse, immer reden und gleichzeitig machen, was mache ich hier nur? Aber wieder Coins verbraten, so ein Scheiß. Egal, machen wir weiter, holen wir uns die Coins wieder. Oh Mann, aber seht ihr mal, auch, es passiert halt einfach mal, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hier machen wir Zahlen, hier brauchen wir noch Feintuning. Fekir könnte auch noch günstiger werden, gell, bitte da Vorsicht. Da gibt es aber auch noch viele, die Aufgabe, die sehr leicht abzuschließen, in einem Spiel noch machen. Daher packe ich den auch mit drauf. Fehler braucht man für die Corona-Aufgabe, daher kann man den auch mitnehmen. Und beim Frimpong gehe ich weiter mit dem Zahlen. Mei, ärgert mich das jetzt. Ich kann es euch nicht sagen, wie mich das jetzt gerade ärgert. Ja. Da machen wir für 19k, da gehen wir jetzt auf 71 mal. Mal schauen, ob der anschlägt. Ja, da einfach ein 5k draus machen, Position gechanged. Bringt auch sehr, sehr viel. Dann 41,5 wieder drauf. Den Reece James da auch 5k-Deal. Bessere Option, setzt man schneller Coins um. 42,250 beim DG, also ist er rausgegangen. Pacho 25 geholt, könnte jetzt auf 32 gehen oder 42, wenn er einen höheren Ausschlag macht und so weiter. Dann, da brauchen wir noch Feintuning. Kimmich heute Abend eher kaufen. Gehe ich aber trotzdem auf 139 und 129 wieder. Würde ich allerdings empfehlen, dass ihr den heute Abend holt. Einen Goretzka habe ich mal wieder mit draufgenommen. Dann machen wir auch, da machen wir jetzt den 100k Deal. Machen wir 230 und 220. Gibt keine Garantie, dass das funktioniert, aber wir versuchen es. Dann Corona, da eher 43. Der könnte auch noch ein bisschen günstiger werden, wobei die Karte, also nehmt sie wirklich mit. Ja, holt euch die Karte, schnitzt die Aufgaben schnell ab. Enesri habt ihr gesehen für 61 raus. Jetzt kostet 22. Dann gehe ich mal auf 91 zahlen. Ihr könnt es auch an 100k Deal probieren. Also wenn ihr einfach jetzt hier auf 122 geht und da auf 118, könnt ihr auch klappen. Habt auch Position gechanged mit Chemistry Style. So, und die Karten, die müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Müsste wahrscheinlich der Valverde rausgegangen sein, nicht der Rolli. Dann holen wir halt den wieder. Mein Gott, ja, da Valverde. So eine Scheiße. 227, 10%, 27, 12k Minus gemacht. Aber ja, meiner Meinung sind nur 40k, die von Ter Stegen reingekommen sind. Am Ende des Tages gewinnst du mit 0 Foulliste immer. Wichtig ist nur, dass du stündlich einkaufst, stündlich nachkaufst. Wenn du wenig Coins hast, wenn du jetzt schon mehr Coins hast wie wir, das ganze Jahr gegrindet, seit Tag 1 alles komplett transparent hier dargestellt. Ich meine, es gibt ja immer noch welche, die glauben nicht, dass UV funktioniert. Im gestrigen Video ist auch ein abenteuerlicher Kommentar dabei, schaut euch den gerne nochmal an. Kommentare vom gestrigen Video durchlesen. Lohnt sich.
Grüße gehen da raus, aber der ist mit den Namen schon bestraft genug. Und wer mich länger kennt, der weiß, alles hier komplett transparent. Und wer es ein bisschen versucht hat, ernsthaft versucht hat, der weiß auch, wie einfach es tatsächlich ist, im Juli noch seine Coins hochzudrehen. Also Vega, den verkaufe ich besser mit einem Shadow. Vega, weiß nicht, wie man den ausspricht. Vanchinula verkauft sich bei mir tatsächlich besser als Stürmer mit einem Hunter. So war der, glaube ich, auch. Da müsstet ihr nochmal, also ihr könnt ja, ich habe ja gestern die ganze UV-Liste gezeigt im gestrigen Video. Da könnt ihr ja nochmal nachschauen, wie ich die Karten angeboten habe. Und die Verkaufspreise habt ihr heute gesehen. Dann seht ihr auch gleich, wie ich die Karten verkauft habe und wie gut das dann funktioniert. 1 zu 1 die Karten aus dem gestrigen Video sind alle meine Verkäufe des heutigen Tages. Daher, die Liste war gestern um 10 Uhr neu befüllt, 27 Verkäufe. Das kann sich sehen lassen und ich hoffe jetzt noch, dass wir am heutigen Tage noch ein paar, sage ich mal, schöne Dinge rausgehen. Da habe ich zwei drauf beim Flimpong, einen für 72 und einen für zu zahlen drehe 5 bis 10k. Frage des Tages ist heute, Freunde, warum zur Hölle bist du bei dem guten Wetter an der Konsole? Ehrliche Antwort bitte, ehrlich wird am längsten. Ich mache jetzt das Video fertig, lade es dann hoch und gehe sofort raus an die frische Luft. Wollte heute eigentlich live gehen und wollte heute eigentlich noch ein paar Alphonso Davies zumindest anfangen oder ein Kevin De Bruyne mit dem Foxy erspielen. Aber das könnt ihr vergessen. Es hat draußen 35 Grad. Ja, FIFA neigt sich dem Ende zu. Der Sommer ist jetzt auf der, ist jetzt in der Prime. Nutzt den Content, den das Leben aktuell zur Verfügung stellt. Und geht es auch ein bisschen an die frische Luft, zumindest zocken könnt ihr dann abends oder früh morgens. Sommerferien kommen auch näher für die Schüler, für die Studenten, Semesterferien. Daher, ihr könnt natürlich machen, was ihr möchtet, aber ich habe natürlich auch ein Interesse daran, dass ihr euch nicht vernichtet, weil wir beim EAFC, und da war eure Rückmeldung gestern richtig geil, das hat mich mega gefreut, dass ihr gesagt habt, jawohl, wir sind ab nächstes Jahr komplett mit dir dabei von Tag 1 an, wie wir hier dann so ein bisschen so eine Art UV-Tagebuch machen und dann einfach Step by Step das Ganze aufbauen. Was ich mache, könnt ihr machen, das bringt uns allen Münzen, Coins. Und das war ein 100k-Deal. Da haben sie jetzt aber die Preise schon angepasst, sehe ich gerade. Dann machen wir 100. Dann machen wir einfach ein 161, 151, machen wir 50k draus, 116, 115. Lorente noch eine sehr, sehr gute Karte, mega günstig geworden. Es ist unglaublich, wie günstig so geile spielbare Karten sind. Und Topseller des Tages ist bei mir dann ganz klar, dann zeige ich euch gleich, da brauchen wir jetzt auch nicht lange rummachen, die Karte. 65 haben wir, machen wir 165 und 156, sehr gut, 100k-Deal. Und WLAN noch. Video ist jetzt ein bisschen länger, aber wenn ich nicht streame, dann machen wir zumindest ein bisschen längere Videos. WLAN wird gerade gebraucht für die Corona-Aufgabe. Den lasse ich jetzt auch da, bei den Corona nehme ich mir definitiv mit. Den habe ich gestern gezogen, weil werde, ja, muss ich jetzt noch irgendwie machen. Also das ist mein Topseller des Tages, der Stegen. Warum? Deutsche Nation wird gebraucht für diverse Aufgaben, wo Deutsche mit eingebaut werden und Link zu Spanien, also La Liga, und ist einer der besten Keeper im Spiel. Verkauft sich bei mir wie warme Semmeln, habe ich immer drauf, könnt ihr alle erdenklichen Preisgestaltungen machen. Danke fürs Anschauen, Video liken nicht vergessen, Kanal abonnieren und morgen 18:14 wahrscheinlich wieder live, machen wir die Icon Picks zusammen. Ihr könnt auch alles öffnen bei mir, was ihr möchtet. Heute Abend Mini-Release, viel Spaß und ganz viel Glück wünsche ich und einen schönen Sonntag. Geht's raus und habt Spaß.